Hallo Leute, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge God of War. So, in der letzten Folge haben wir, glaube ich, dieses Gebiet endgültig gemeistert. Also nicht komplett, wir müssen hier noch zwei Gegnerhorden erledigen. Das ist auf den zwei kleinen Inseln hier. Dafür sind wir aber noch ein bisschen zu schwach, glaube ich. Wir müssen da einfach noch ein bisschen leveln, damit wir stärker werden. Und das schauen wir uns natürlich im späteren Spielverlauf an. Hier habe ich irgendwas gemacht, genau. So ein Ding runtergehauen. Gold, okay, plus 14. So, und jetzt würde ich sagen, machen wir aber mal in der Hauptstory weiter. Dann schauen wir uns das mal an, was uns denn dort erwartet. Schaut schon geil aus. Wer? Na, sie. Nein, war sie nicht. Als würde es dir etwas bedeuten. Pass auf, was du sagst, Junge! Bis die Reise vorüber ist, muss sich einer von uns konzentrieren. Halte mein Schweigen nicht für fehlende Trauer. Trauere, wie du willst. Und überlass meine Trauer mir. Tut mir leid. Ich wusste nicht. Nein. Woher auch? Du weißt nicht, wie ich bin. Ich weiß, es war nicht leicht. In dem Licht waren für mich nur Minuten vergangen. Falls dich das irgendwie tröstet. Das ist gut zu wissen, wirklich. Also, gehen wir zurück nach Midgard, zum Schwarzen Atem? Oder meinst du, hier gibt's noch mehr zu sehen? Gibt schon noch mehr zu sehen, bloß wir sind da, glaube ich, noch ein bisschen zu schwach. Was wolltest du noch über den Krieg erzählen? Du hast den Krieg. War das nicht die Runen, was wir da vorher gemacht haben? Ja. Für Kriege gibt es zwei Gründe. Das haben wir vorher gemacht. Überleben oder gewinnen. Eine Schlacht gewinnt vielleicht der bessere Soldat. Einen Krieg gewinnt der, der bereit ist, alles für den Sieg zu opfern. Na, wie gehen wir hier lang? Oh, hier kann man bloß rumschippern, okay. Messerscharf erkannt. Ich bin bekannt für meinen Blick für das Haus. Was macht er jetzt hier? Bei. Müssen wir vorwärts hinfahren jetzt? Okay. So, ist hier noch was? Wir waren gar nicht oben vorher, oder? Also von hier sind wir gekommen. Jetzt schauen wir aber mal zu unserem Zwergi. Ob wir da was machen können vielleicht. Eventuell. Vielleicht können wir ein bisschen was kaufen oder so. Ihr seht aus, als bereitet ihr euch auf eine lange Reise. In Midgard liegt ein verlassener Tempel, den ein anderer Zwerg zu seinem Lagerraum umgebaut hat. Er ist voll mit Schätzen, die er auf seinen Reisen durch die Welten gesammelt hat. Durch die Welten? In welchen war er? Was hat er gefunden? Fafnir war ein, sagen wir, aggressiver Sammler magischer Artefakte. Je mehr er hatte, desto mehr wollte er. Keine Welt war zu gefährlich, keine Reliquie zu riskant. Einmal ist er bis tief nach Nivelheim für einen Wetzstein gereist. Ha, war bestimmt ein guter Wetzstein.
Führt diese Geschichte irgendwo hin? Ja, das tut sie. Ich habe zufällig einen Zugangsstein zu Favniers Lagerraum. Dort findet ihr bestimmt was Nützliches. Super. Danke, Sindri. Aber gerne doch. Oh, und wenn ihr den Wetzstein findet, wäre es nett, wenn ihr ihn mir bringen würdet. Ich rate euch zur Vorsicht, wenn ihr den Lagerraum betretet. Darin haben sich alle denkbaren Arten von Abscheulichkeiten breit gemacht. Wird dein Freund nicht böse, wenn wir alles stehlen? Oh, nein, keineswegs. Er ist tot, glaube ich. Oh, tut mir leid. Nein, das muss es nicht. Diese Dinge passieren, wenn man von Welt zu Welt reist und kostbare Artefakte sammelt, die einem gar nicht gehören. Die könnten wir jetzt rein theoretisch verbessern. Das machen wir auch. Versuchen, das sauber zu halten? Nein, war nur so eine Frage. Alles gut, alles gut. Wenn ich das so sagen darf. Vielleicht schaffen wir das Level 3 noch. Weltenstaub fehlt uns dort. Was ist das hier? Können wir den Köcher, können wir auch verbessern? Machen wir doch gleich. Jetzt haben wir fast keine Quacksilber mehr. Klauen Bogen, das können wir da machen. Da können wir gar nichts machen. Okay. Was brauchst du noch? Geheimarmschienen. Das lassen wir jetzt mal. Verkaufen, kaufen, Zauber. Auferstehungssteine. Ah. Du hast es nicht eilig? Nö. Okay, ich würde sagen, wir speichern mal, Leute. Speichern bitte. Okay. Dann würde ich sagen, weiter geht's. Wir müssen jetzt hier lang. Vielleicht können wir ja auch gleich die Nebenmission dann mit abschließen. Die Kiste haben wir gelootet. Hier haben wir noch eine große Heilung. Vater, ich muss dir wir sind aber beißen. Eh schon voll. All diese Stimmen in meinem Kopf. Also das war nicht das erste Mal. Als wir Brock getroffen haben, warnte mich sein Tier vor etwas, das sich in den Bäumen versteckte. Deshalb wollte sie nicht hinüber. Hat sie dir das gesagt? Naja, ich konnte fühlen, was sie gefühlt hat. Wovor sie Angst hatte. Wenn das nochmal passiert, erzähl's mir. Verstanden? Versprochen. Ist alles so ruhig hier. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier gleich irgendwas Heftiges passiert. Ja.
Okay, wo ist denn der Zwerg? Das würde mich echt mal interessieren. Dort können wir zurückkehren. Was jetzt? Wir haben das Licht. Auf nach Midgard. Okay, wir müssen also nach Midgard. Welt verfügbar. Midgard ist der Mittelpunkt der Welt. Drücken Sie Dreieck, um nach Midgard zurückzukehren. Machen wir doch. Verrückte Vorstellung, dass alle Welten am gleichen Ort existieren. Eine über der anderen. Hier können wir reisen, ohne uns zu bewegen. Schon geil. Jetzt muss ich bloß mal schnell schauen. Insel des Sees erkunden. Fanius Hort. Midgard. Okay. Aber kommen wir denn hier überhaupt lang? Das sind alles Nebenquests hier. Ja, okay, das müssen wir jetzt erstmal ein bisschen genauer anschauen. Vielleicht kommen wir über irgendwie andere Welten dorthin. Ich weiß es nicht. Ja. Ah, da. Okay, das ist jetzt anscheinend Midgard hier mit der lilanen Tür. Alles noch ein bisschen ungewohnt, müssen wir uns alles noch ein bisschen anschauen. Brock, wir waren in einer anderen Welt und trafen deinen Bruder. Halt, falsche Reihenfolge. Hast du den Schwachkopf etwa an deine Klinge gelassen? Hm? Du weißt, dass er sein Können verloren hat. Plötzlich hat es ihn verlassen. Wollte mich mit runterziehen. Hat er unser Mädchen versaut? Im Gegenteil. Auch ein blinder Schweinfurz gelegentlich mal etwas Trüffel aus. Aber weißt du, was wirklich zählt? Beständigkeit. Und die trieft bei mir aus allen Öffnungen. Was hast du gemacht? Verbessert. Zeichen der Zwerge. Hey Brock! Wir haben etwas gefunden. Habt ihr das? Na, da bin ich jetzt ganz. Okay, hoch. Wir machen mal. Schauen, ob der auch eine Quest hat. Heiliger Heimdall, wisst ihr, was das ist? Vergessen mein Herz. Das Herz eines. Oh, ja. Tja, genau, das ist es. War nicht leicht zu töten. Was du nicht sagst. Riesenmonster aus Felsbrocken gehen nicht leicht zu Boden. Bin schockiert. Okay, das ist anscheinend schon abgeschlossen. Neue Rezeptur freigeschaltet. Ja, wie können wir die jetzt benutzen? Gerne, hab geöffnet. Wir können hier schon wieder was machen, oder was? Brustrüstung. Aber wir haben eine neue. Und wir haben dort Zauberplätze drin. Oh, wir können es nicht leisten. Wir haben keine Kohle. Geile Sache. Okay, Leute, dann müssen wir noch ein bisschen warten. Aber es ist gut zu wissen. Was hatten die alles?
Kaufen Zauber, was hat er da? Okay. Dann müssen wir noch ein bisschen warten. Müssen wir noch ein bisschen Silber sammeln. Aber das kriegen wir schon. Das würde ich sagen, machen wir hier mal weiter. Kannst du noch den Weg zurück zum Schwarzen Atem? Na klar. Wir müssen über die Brücke zum Vanaheim-Turm gehen. Gehen wir zum Schwarzen Atem oder sehen wir uns um? Schaut das geil aus. Mann. Hast du da draußen was gesehen? Den Turm? Ich sehe keinen Turm. Vielleicht nur Einbildung. Hier können wir nichts machen, oder? Ne, hier geht noch gar nichts. Vielleicht oder müssen wir uns da anders hinstellen. Ja, ah, doch. In welche Richtung ist das? Ah. Es ist Vormittag, die Sonne geht's ist da oben. Also? Was ist hier oben? Ist das Süden? Südwesten? Gut. Was ist das? Ein Horn. Hier ist das Ende. Können wir reinblasen? Ohne die Folgen zu kennen? Sonst probieren wir auch alle Knöpfe und Hebel aus, die wir sehen. Die Folgen davon können wir absehen. Nein, das hier ist etwas anderes. Wir müssen deine Instinkte schärfen. Ich wusste es. Wir blasen in das Horn. Nein, wir testen deine Entschlossenheit. Entschlossenheit? Die habe ich. Ich tu's nicht, wenn du's nicht tust. Okay. Ich tu's nicht. Dann können wir das auch nicht benutzen anscheinend. Wo geht denn das? Heftig. Okay, dann warten wir noch ein bisschen, dann würde ich sagen, fahren wir wieder runter. Ich hätte mir das Haxelbeer echt aufheben sollen. Das habe ich jetzt nicht gewusst, dass es noch so eine Rüstung hier gibt mit Zauberslots und sowas. Junge. Sehr schön. Ich muss den kleinen Jünger hier ein bisschen mehr einbinden. Ich vergesse immer, dass der schießen kann. So, dort hinten kommen wir auch noch nicht hoch. Kann er schon lesen? Quick hier. Tja, war ein Versuch. Was ist hier? Oh. Kann ich auch nicht lesen, aber sie sind anders als die. Okay. Und das haben wir schon geöffnet. Ist jetzt hier frei? Ja. Sieh mal, die Magie der Hexe verdeckt die Hohnstangen noch. Das spart uns Zeit. Das stimmt, und wir könnten eigentlich. Man würde wahrscheinlich nicht treffen von hier. Scheiße. Okay, müssen wir da hoch?
her. Ja. Wer das wohl geschrieben hat? Hütet euch vor Seidel. Hütet euch vor Seidel und allen, die es praktizieren. Ihr Zauberwerk ist heimtückisch und stets im Wandel, wie auch die Seelen derer, die es meistern. Je mehr Macht sie anrufen, desto weniger verbleibt von ihnen selbst. Entstehen so Wiedergängerinnen? Okay. Also sein Bruder, den brauchen wir jetzt aber nicht. Nehmen wir uns erstmal jetzt hier. Wölfe! Können wir jetzt hier nicht gleich hochfahren wieder? Können wir uns den ganzen Weg sparen da hinten durch? Ja, machen wir jetzt mal. Vater, könnte ich sie jetzt tragen? Nein. Aber ich sagte nein. Ist gut. Mal das Ding in die Abstürze noch oder so. So, jetzt sind wir auch schon am Nebel normalerweise. Okay. Er hat das Gesicht in den Berg gemeißelt. Das weißt du sicher besser als ich. Danke. Jetzt sei vorsichtig. Sorglosigkeit kostet uns nur Zeit. Ich würde ja gerne mal die Kiste hier aufmachen, aber ich hab keinen Plan, wie die aufgeht. Wahrscheinlich mit Magie oder so. Jetzt bin ich gespannt, ob die Hexe auch gleich wiederkommt. Wieder der schwarze Atem. Was machen jetzt Sie? Haben wir. Wir schauen, ob die jetzt Hexe haben wir das Licht. Jetzt können wir das ja normalerweise wegmachen. Es funktioniert. Sie hatte recht. Komm, bringen wir es zu Ende. Guck mal, dass das Licht nicht ausgeht hier. Der Weg da vorne. Das Licht von Alfheim. Abgeschlossen. Dann klettern wir. Im Inneren des Berges den Berg besteigen. Eine Kiste, die kommen wir jetzt noch nicht ran. Okay, dann schauen wir mal, da sind eh die Markierungen.
Archer meinte, die Riesen hätten die Berge von Midgard oft besucht, bevor sie verschwanden. Verschwanden? Ja, sie waren eines Tages einfach weg. Niemand weiß warum. Vielleicht sind sie zurück in ihre Heimat. Nach Jötunheim? Vielleicht. War das Gesicht im Berg wohl die Irrung eines Riesens? Dämon, wir sind da! Mehr schwarzer Atem. Kein Plan, wo ich hingehen muss. Jetzt wollte ich aber mal schauen, ob wir die Kiste hier looten können. Hier geht's runter. Da unten wäre die Kiste, aber die ist einfach die hat da so ein schwarzes Zeug dran, ne? Ich denke mir, dass wir da eh nochmal runterkommen. Das schauen wir dann auf dem Rückweg an, würde ich sagen. Habe ich noch nie gehört. Boah, das ist doch bestimmt ein Boss, oder? Kein Weg rüber, aber das ist eine Sandschale. Boah, das ist doch bestimmt ein Boss. Ich will da nicht hin. Konzentrier dich. Alter. Es war jetzt nicht schön, aber es ist. Vielleicht hilft das Rätsel. Wir sind auf jeden Fall down. Das lassen wir mal. Ist das Harz in einer Höhle? Seltsam. Wie ist der denn darauf gekommen? Okay. Dieser Ort muss den Riesen wichtig gewesen sein. Offenbar prüfen sie uns. Ja, das okay, Leute, ich würde sagen, ich glaube, in der nächsten Folge wird es richtig heftig. Das schauen wir uns jetzt in der nächsten Folge an, wie es weitergeht. Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir doch ein bisschen Support da. In Form von Daumen nach oben, Kommentar oder auch ein Abo. Wie ihr lustig seid, wie ihr wollt, Leute. Gut, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Euer Andi.